Manea wird einfach gerannt geportet, das finde ich auch nett. At once. Die Brustplatten und Harnische sind allesamt so zertrümmert oder zerbeutet, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Diese Steinplatte sind zersplittert wie Keramik. Oh. Eine schwere Bronzerüstung wurde offenbar auseinandergerissen und die Teile auf dem Boden verteilt. Eine schwere Bronzerüstung. Okay. Verzierter Kupferschlüssel. Let us in! Lasst uns hinein. They're coming! Sie kommen. Das wird wohl der Geist gewesen sein, der weggerannt ist. Und ja, hier geht's nicht weiter. Hm. Ah ja, hier können wir mit dem runenverzierten Kupferschlüssel aufmachen. Da sind noch ein paar Zimmer hier drüben. Blasphemie! Blasphemie. I'm here. Ein Loch ist in den Stein gebohrt worden. Seine Ränder sind schwarz und rußverziert. Ich will den aber nicht einfach so nehmen. Irgendwas Ungutes ist mit dem. Das Schwert, das diese Rüstung trägt, ist mit feinen Verzierungen versehen. War das Relikraner als die der Rüstung selbst? Diese Rüstung wurde hinter einem breiten Schild platziert, so dick und robust wie ein Stadttor. Trotz der jahrelangen Verwitterung, durch welche die Helme der übrigen Rüstungen in diesem Raum matt und glanzlos geworden sind, strahlt dieser eine Helm noch und spiegelt seine Umgebung wider. Ein kreisrunder Abdruck ist in den Stein gemeißelt oder dem Relief eines Zwergenkriegers. Der Krieger trägt eine Rüstung und steht über einem besiegten Feind. Die Strengkraft untersuchen. Am Unterrand der Kreuzbogenvertiefung befindet sich ein Loch. Die Kanten wirken ausgefranst, als hätte etwas an ihnen gescheuert. Über die Vertiefung ist ein Zwerg abgebildet, der auf die Leichen eines besiegten Feindes tritt und seinen eigenen Helm triumphierend in die Höhe streckt. Hm. Ein kreisrunder Abdruck ist in den Stein gemeißelt, unter dem Relief eines Zwergenkriegers. Der Krieger trägt eine Rüstung und steht Wache gegen einen Feind, der nicht zu sehen ist. Eine kreisrunde Vertiefung ist in den Stein gemeißelt, unter dem Relief eines Zwergenkriegers. Der Krieger trägt eine Rüstung und stirbt in den Kampf gegen einen Feind, der nicht zu sehen ist. Am unteren Rand der kreisförmigen Vertiefung befinden sich drei Löcher. Die Kanten wirken ausgefranst, als hätte es an ihnen gescheuert. Über der Vertiefung ist ein angriffsbereiter Zwerg abgebildet, der ein Schild nach unten hält und ein Schwert nach oben. Dafür bräuchte ich ein Schwert wahrscheinlich. Hm. Was passiert, wenn ich den Streitkolben nehme? These are Abidan's treasures! Okay, dann ist hier alles voll mit Fallen.
Schnell speichern. Gut. Das heißt, den Streitkolben nehme ich dann, wenn ich die letzte Plakette gefunden habe, wo auch immer die rumliegt. Certainly. Und da kommt wieder die tolle Musik. Naja, ich habe hier alles erkundet, also die Minengebiete. Als du dich der Tür näherst, bemerkst du eine runde Vertiefung im Türrahmen. Die Leiste um die Vertiefung herum ist filigran verziert. Eine Reihe fremdartiger Symbole umgibt die obere Kante des Kreises. Den Sockel untersuchen. Die Vertiefung ist etwa 3 Finger breit tief. Einige kleine Steinfragmente ragen aus der Wand heraus. Einige Teile scheinen sich zu drehen, unabhängig voneinander. Sie haben jedoch für sich allein keine offensichtliche Wirkung. Die Steinscheibe in den Sockel legen. Die Scheibe scheint zunächst nicht zu passen, bis du sie in eine bestimmte Weise ausrichtest. Du hast ein sanftes Klicken, als sie einrastet. Zunächst scheint jedoch nichts weiter zu passieren. Auf der Scheibe zeigt eine pfeilförmige Steinerhebung nach Norden. Sieht eher aus wie ein Schwert oder ein Obelisk. Gegen die Scheibe drücken. Die Scheibe dreht sich aus deiner Hand. Sie schiebt ein beschreibt einen kompletten Kreis und steigt dann ein kleines Stück nach oben, sodass sie wieder eben mit den Ringen ist. Als sie zurückkommt, zeigt der Pfeil nach Norden. Als du dich wegdrehst, hörst du ein schwaches Knarzen von Stein. Die Scheibe zeigt wieder nach Norden. Und trug unsere Eltern nach Osten. Die weiße Esse suchen. Um die weiße Esse suchen im Norden. Haben wir noch mehr solche? Nee, haben wir leider nicht. Das sind die einzigen beiden. Ah, nee, links und rechts neben der Tür sind auch noch mal. Also, um die weiße Esse zu suchen im Norden, erreichte Alt-Vailia im Westen. Ein kalter Wind aus dem Süden und trug unsere Eltern nach Osten. Also Norden, Westen, Süden und dann Osten, würde ich sagen. Also einmal gegen den Uhrzeigersinn. Also erstmal gegen die Scheibe drücken, dass sie nach Norden. Dann gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Scheibe lässt sich leicht drehen, du hörst jedoch ein seltsames Rattern hinter der Wand. Die Scheibe rastet mit einem leichten Klicken ein, der Pfeil zeigt nach Westen. Gegen die Scheibe drücken. Die Scheibe dreht sich aus deiner Hand, sie beschreibt einen kompletten Kreis und steigt ein kleines Stück nach oben, sodass sie wieder eben mit den Ringen ist. Als sie zur Ruhe kommt, zeigt sie nach Norden. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Gegen die Scheibe drücken. Du drückst gegen die Scheibe, als der Pfeil nach Süden zeigt. Du spürst einen befriedigenden, dumpfen Schlag und bemerkst, dass die Scheibe etwa einen Zentimeter in die Vertiefung gerutscht ist. Die Tür ist immer noch versperrt, aber offenbar war das ein Schritt in die richtige Richtung. Im Uhrzeigersinn drehen. Gegen die Scheibe drücken. Du drückst die Scheibe, als der Pfeil nach Westen zeigt. Du spürst erneut einen Schlag und stellst fest, dass die Scheibe noch tiefer in die Steinringe eingesunken ist. Dann hier. Pfeil zeigt nach Osten. Gegen die Scheibe drücken. Du kriegst in die Scheibe, als der Pfeil nach Osten zeigt. Nach einem weiteren dumpfen Schlag sinkt die Scheibe noch ein kleines Stückchen in die Steinvertiefung. Die Veränderung ist kaum zu sehen, scheint aber einen Fortschritt darzustellen. Und dann nochmal gegen die Uhrzeigersinn. Und dann nochmal gegen die Scheibe. Du drückst gegen die Scheibe, als der Pfeil nach Norden zeigt. Zunächst scheint nichts zu, ge
zu geschehen. Als du ein klein wenig Druck auf die Scheibe ausübst, versinkt sie aber plötzlich in der Wand. Du hörst einen lauten Schlag und das Rasseln von Ketten und die Tür öffnet sich. Der Weg ist frei. Also war das doch so, dass ein kalter Wind aus dem Süden und er trug unsere Eltern nach Osten. Erreichte halt Vahilia im Westen und die weiße, um die weiße Esse zu suchen im Norden. Ja, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, aber hier ist sonst nichts mehr. Wenn ich richtig in die Questgegenstände gucke, haben wir hier Siegel des Helms und Siegel des Schilds. Vielleicht finden wir das nächste Siegel noch weiter unten. Ach, das war das vom Adra-Drachen. So sieht das ein bisschen schöner sortiert aus, auch wenn die Schlüssel immer noch ein bisschen durcheinander sind. Also nach unten mit uns. Together. We're in this together. Zusammen, wir stehen zusammen. Oh, hier unten sieht's unschön aus. Oh, eine Sequenz. I'll organize the troops to guard the stairs. We can hold them off for a while. Ich befehle den Truppen, die Treppe zu bewachen. Wir können sie eine Weile zurückhalten. Vaso's repairing the Guardians. Elune's preparing for the... Vaso repariert die Wächter. Elune rüstet sich für den... You can't be serious about this. Let's just wait those monsters out. Abaddon wouldn't let us... Das kann nicht dein Ernst sein. Warten wir einfach ab, bis diese Monster besiegt sind. Abaddon würde nicht zulassen, dass... Abaddon rewards earnest work. Not begging and cowering. We must hurry. Abaddon belohnt ehrliche Arbeit, nicht betteln und kauern. Wir müssen uns sputen. Quiet, oh, die Geister verschwinden alle. Arm yourselves, soldiers. Bewaffnet euch, Soldaten. Hm. Also das ist die Waffenkammer. Irgendwie was hat dieses Konstrukt zerrissen wie ein Kinderspielzeug. We'll give ourselves for the battery. Wir opfern uns selber für die Batterie. Oh, das hier drin sieht nicht gut aus. Hallo, ist jemand hier? The records are here. Keep searching. Die Aufzeichnungen sind hier, sucht weiter. Is this safe, Curate Ilun? Ist das auch sicher, Kurator Ilun? No, it's necessary. Nein, es ist notwendig. Look there. Ah. Zerrissene Schriftrollen und Bücher mit zerbrochenem Rücken bedecken den Boden vor dem Regal. Macht plus 2. Hm, nicht schlecht. Trägt sie sich solche schon? Ja, trägt sie. Schriftrollen, okay. Oh, die Schriftrollen wurden aus den Regalen gerissen und einfach auf dem Boden liegen gelassen. Und noch mehr.
Abhandlungen über die Geschichte der Pagoden liegen offen und verlassen da. Aus einigen wurden Seiten gerissen. Okay, und sonst ist hier nichts. Das ist nicht schön.